Red Bull Salzburg. Jesse Marsch, ein 13-0-Sieg beim schärfsten Verfolger. 7 Punkte Vorsprung momentan in der Tabelle. Wie sieht die Analyse aus? Wichtig, Sieg für uns. Erste Halbzeit sehr gut gespielt. Zweite Halbzeit, oben ein Mann, war nicht unsere beste Form, aber ein super Moment für uns, ganz wichtig. Und aber unsere Arbeit ist noch nicht vorbei. Wir haben mehr zu tun und wir müssen stiff bleiben und bereit für die nächste Spiel. Aber insgesamt ein guter Tag für uns. Rechts von dir sitzt ein Mann, der als Joker 2 Tore erzielt hat. Wünscht man sich das als Trainer? Sicher. Karim ist ein super Junge, hochtalentiert, eine gute Mentalität, ein sehr starker Arbeiter. Und ich glaube, die Situation jetzt in 2 Tore ist ganz verdient für Karim. So, ich freue mich sehr und sehr gut gemacht. Karim, 2 Treffer als Joker. Bist du auch zufrieden mit deiner Leistung? Ja, absolut. Als erstes natürlich geht die Mannschaft vor. Die Mannschaft hat es gut gemacht. Haben da den Treffer gemacht und glaube ich, waren im Spiel auch die bessere Mannschaft. Und ja, macht mich noch umso glücklicher, dass ich dann 2 Tore machen durfte. So viel vorerst von uns. Bitte um eure Fragen mit Handzeichen. Christian Hackl als erstes. Trainer. Also Rapid scheint jetzt wirklich euer Lieblingsgegner zu sein. Rapid scheitert. Rapid nimmt sich immer so viel vor gegen euch, aber anscheinend klappt das nie. Was macht Salzburg, was macht Rapid für Salzburg so speziell, dass ihr immer so souverän auftritt? Erst glaube ich, wir haben viel Qualität, aber gegen Rapid ist es unser Ziel, sehr intensiv zu spielen. Ein hohes Tempo mit dem Ball, gegen den Ball, sehr intensiv und aggressiv. Umschalten immer sehr vertikal, vielleicht heute zu vertikal, oben ein Mann, mit der Überzahl. Ich glaube auch sehr gut verteidigen. Ja, so wir verstehen, dass Rapid hat die meisten Flanken pro Spiel in der ganzen Liga und sie hatten nur 2 Flanken heute. Sie haben, ich glaube, die zweiten meisten Torschütze. Sie hatten nur 3 heute. Sie haben viele Standardsituationen und alles. Und wir haben fast alles von Rapid limitiert. Und das hat viel zu tun mit der Konzentration von unserer Mannschaft, der Qualität von unserer Mannschaft, unserer taktischen Philosophie und alles. Aber ich muss sagen, dass jedes Spiel und vor jedem Spiel, wir verstehen, dass gegen Rapid es ist immer ein schwieriges Spiel für uns. Und dass wir müssen unsere besten Leistungen bringen und wir haben das oft gemacht. Christoph Nister. Sie haben gemeint, dass noch viel Arbeit auf die Mannschaft wartet, dass Sie sich noch nicht gratulieren lassen wollen. Allerdings, seitdem Sie gesagt haben, Sie setzen auf die beste Mannschaft, haben Sie 6 Spiele bestritten, 6 Siege gefeiert. Gibt es irgendeine Gefahr, die Sie sehen, dass sich Salzburg diesen Vorsprung noch nehmen lässt? Nächste Woche gegen LASK zu Hause. Wenn du fragst, unser Lieblingsgegner, für mich ist es der beste Gegner. Ja, so wenn wir spielen gegen LASK, wenn wir spielen gegen Rapid, besonders, ich weiß, dass unsere Mannschaft ist immer bereit für einen richtig guten Kampf sein. Ja, und so, das ist ein gutes Gefühl, ja, dass wir verstehen, wir müssen unser Bestes bringen. Es ist nicht die Zeit zu jubeln oder überlegen, wie viele in der Fernseher, oder sie haben gefragt, wie viele Siege brauchen wir und alles. Nein, es ist noch Spiel für Spiel. Und diese Mentalität und diese Aufmerksamkeit und sicher unsere Motivation ist in jedem Spiel, das Spiel zu gewinnen. Jetzt geht es sehr gut für uns. Ich glaube, in Österreich in die letzten 14 Spiele, Cup auch dabei, wir haben 13 Siege. Das ist eine unglaubliche Quote jetzt, aber
Es ist nicht Zeit für gratulieren. Ja, es ist Zeit für fokussieren und ja, wenn wir haben diese Geschmack, dann wir müssen weiterarbeiten und mehr bringen. Bitte, Christoph. Eine Frage an den Karim. Die Mannschaft hat jetzt zum dritten Mal in Folge, zum allerersten Mal unter Jesse Marsch, mit derselben Startelf begonnen. Waren diese zwei Tore heute auch eine Ansage an den Trainer, dass er dir endlich wieder von Beginn an eine Chance gibt? Ansage glaube ich nicht. Ich versuche einfach in jedem Spiel, in jedem Training mein Bestes zu geben. Klar möchte ich von Anfang an dabei sein, aber wenn der Trainer sich für die Ausstellung entscheidet, respektiere ich das voll und bin auf der Bank absolut bereit, da meine Minuten zu kriegen. Und deswegen glaube ich, ist das jetzt kein Vorwurf an den Trainer. Christian Hackl. Würdest du sagen, bist du so in der Warteschleife? Ich meine, es gehen viele Leute davon aus, jedes Jahr oder alle zwei Jahre geht ein Superstürmer weg von Salzburg. Es wird jetzt schon gemunkelt, dass das Dacker wahrscheinlich weg ist. Ist so das System? Es war ja eine lange Geschichte. Vorher der Haaland, dann ist der Dacker gekommen und Keuter gekommen. Jetzt kann man noch Soriano und Dafür nehmen. Das ist so eine Reihe. Ein Goalgetter geht und sofort ist der nächste da. Ist das für dich auch irgendwie so eine Perspektive? Wie ich gerade gesagt habe, ich versuche mein Bestes zu geben und ich glaube, dass es nicht eine Warteschlange ist, sondern einfach ja, das Vertrauen und das glaube ich, das Vertrauen habe ich vom Trainer ganz, egal ob ich von Anfang an spiele oder auf der Bank. Und deswegen sehe ich das nicht als Warteschleife, sondern einfach als als einfach ein Timing jetzt gerade. Und ja, ich bin zufrieden und ich glaube, um das geht's. Christoph Nister. Herr Marsch, wie gesagt, dreimal in Folge selbe Startelf. Jetzt hat man noch eine ruhige Woche bis zum LASK-Spiel. Stellen Sie dann Ihren Spielern wieder in Aussicht, dass sie, wenn es englische Wochen gibt, auch wieder ein bisschen mehr rotieren, damit auch die anderen ein bisschen mehr Spielzeit bekommen? Ja, lass uns sehen, wie Training diese Woche geht und alles. Wir haben vor dem Spiel, ich hatte die gleiche Frage über unser Kader und ich habe gesagt, dass Karim spielt sehr gut jetzt, Bernardo viel. Noah ist bereit, ich glaube Nicky Seffeld, Luca ist wieder gesund und hat ein Tor gehabt mit Liefering. Uma Soleil macht Entwicklung jeden Tag. So, wir haben einen guten Kader und wir haben viele gute Spieler. Ja, und dann sie haben gefragt, ja, so denke ich nur über die Aufstellung oder die elf Spieler. Und ich habe gesagt, nein, es ist immer die 23 Spieler. Und mit solch einem guten Kader und solch guten jungen Spielern, ja, es ist immer unser Ziel, nicht mein Ziel, es ist unser Ziel, immer diese Jungen zu helfen, sodass sie können Entwicklung haben und dann die Qualität zeigen. So, und es ist interessant auch, Karim in das Sturm-Glatt-Spiel, das wir haben verloren, ich habe ihn früh ausgewechselt, es war eine schwierige Zeit für beide uns, aber wir hatten ein super Gespräch und ich habe gesagt zu Karim in dieser Zeit, dass manchmal man braucht einen Schlag, ein bisschen, ja, dass er hat immer gut gearbeitet, aber dass es ist jetzt die Zeit, alles zu sagen. Und ich glaube, dass Karim, die Reaktion zu dieser Situation von Karim sagt alles über die Menschlichkeit und der Typ, das Karim ist. Ja, so er hat eine große Zukunft, sicher. Und ich freue mich sehr, dass er hat so gut heute gespielt. Alex Huber. Herr Marsch, wenn ich es auf Sky richtig gehört habe, haben Sie gemeint, es ist sehr schade, dass es den Videoassistenten noch nicht gibt. Eine Frage grundsätzlich zur Schiedsrichterauswahl. Wenn Sie sich erinnern können, vor knapp einem Jahr hat es 7:2 da gegeben und damals gab es von dem gleichen Schiedsrichterteam auch schon sehr eigenartige Entscheidungen. Damals hat es, glaube ich, eher Rapid getroffen, heute in der Mehrzahl Salzburg. Aber generell, es gibt ja so gewisse Schiedsrichterteams in Österreich, unabhängig vom VAR, wo man sagen kann, das sind die Besten. Verstehen Sie dann die wiederholte Schiedsrichterbesetzung mit diesem Team für dieses Spiel? Ich bin sehr froh, dass ich keine Schiedsrichter bin. Es ist ein schwieriger Job. Ja. Und
manchmal das Spiel geht so fast oder eine Aktion so schnell wie die abgefälschte Tor von Enoch, und es ist nicht klar, wer hat den letzten Kontakt gehabt. Ja, mit dem Fernseher und Replay, es ist einfach zu sehen. Auch mit dem Computer und der Linie, dass wir sehen, dass Patzen ist nicht abseits. Oder war es ein Gelb-Card oder Rot-Card für Hoffmann? Ja, aber es ist wichtig, Videoschiedsrichter zu haben, weil die großartigen Momente in unserem Sport so wichtig sind. Und wenn sie haben keine Unterstützung, dann ist es immer eine Möglichkeit, dass sie können einen großen Fehler machen. Ja? Sie sind Profis, sie arbeiten viel. Es ist schade, wenn sie schaffen alles nicht so gut oder perfekt, aber sie sind Menschen auch. Und es ist nicht immer einfach, die richtige Entscheidung immer zu treffen. Gibt es noch eine letzte Frage? Wenn nicht, dann sagen wir doch da vorne, bitte. Ist es so, dass Sie persönlich auch immer wieder gehandelt werden in verschiedensten Medien als Nachfolger für verschiedenste Trainer auch in Deutschland? Wann wird es eine Entscheidung geben von Ihrer Seite, ob Sie bei Red Bull Salzburg auch nächste Saison noch auf der Trainerbank sind? Wie sieht das aus? Meine totale Konzentration ist hier jetzt. Und ich glaube, wir haben zu große Ziele jetzt, zu überlegen, was ist das Nächste für alle. So, ich bin so glücklich hier und zufrieden, und wir arbeiten zusammen weiter. Das ist die einzige Ding, ich kann jetzt sagen. Okay? Vielen Dank, Jesse. Vielen Dank, Karim. Danke euch fürs Dabeisein. Schönen Sonntagabend. Okay.